Morgen, meine Lieben. Das ist heute mein Frühstück. Ich fange aber erst am Samstag an mit diesem Fasten. Aber ich will probieren, ob das auch schmeckt. Also, ich trinke jetzt, oder mache diese Zubereitung mit 2 Äpfeln, 3 Orangen, einer Zitrone und 1 Stückchen Ingwer. Ja, ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht. So, das ist das Ergebnis. Sehr, sehr gelb. Oder fast, ja gelb oder orange. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe noch nie so was Leckeres getrunken wie jetzt. Wirklich. Also ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, damit zu fasten. Wirklich. Also nächstes Mal sollte ich vielleicht ein bisschen den Ingwer weglassen. Das schmeckt so ein bisschen, ein bisschen scharf. Aber sonst sehr gut. So, meine Lieben, es ist ja schon wieder abends. Ich habe jetzt den ganzen Tag nicht gefilmt, weil ich euch nicht zeigen wollte, oder besser gesagt, nicht langweilen wollte, wie ich recherchiere wegen diesem Fasten. Ich habe mich sehr viel informiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das durchziehe. Außerdem wollte ich euch nochmal erzählen, ich habe euch ja gestern ein bisschen erzählt, dass ich nicht so gerne nach Spanien fahre. Oder fliege, besser gesagt. Ich wollte euch mal erzählen, wieso das eigentlich so ist. Und zwar, mit 17 wollte ich unbedingt, habe ich mir vorgenommen, mit 18 auszuziehen. Und zwar in die Wohnung meiner Großeltern. Weil meine Großeltern haben oben also ein eigenes Haus und im Keller haben sie eine Wohnung. Naja, eine Wohnung, das ist ein Abstellraum und eine Küche und ein wohnzimmerartiges Teil. Und oben, auf einem Dachbodenartig, ist eine wunderschöne Wohnung. Da haben auch damals schon öfters mal also Menschen gewohnt, ne? Leute gewohnt. Auch als Wohnung haben sie es genutzt. Also vermietet. Und ich habe gedacht, ich könnte dann da einziehen, wenn ich genug Geld habe. Das wäre einfach so klar. Weil die nie was gesagt haben, dass ich da nicht darf. Weil ich immer sehr oft hochgegangen bin. Wenn ich mal bei der Oma war, bin ich immer hochgegangen und habe geguckt, wie das da aussieht. Und habe schon Pläne gemacht, welche Farbe ich da auf die Wand klatsche. Oder wie ich das so einrichte. Mit 18 habe ich das dann fast verwirklicht in dem Sinne. Ich habe schon einen Mietvertrag aufgesetzt, aber noch nicht selber unterschrieben, aber Opa und Oma müssten noch unterschreiben. Und dann, die Miete wusste ich nicht, wie viel ich zahlen musste, hätte. Und dann habe ich mir schon ein Sofa gekauft. Quatsch. Ich war kurz davor, ein Sofa zu kaufen. Ein Bett hatte ich schon. Gut. Dann wollte ich das mit Oma und Opa fragen. Oder zumindest sagen, unterschreibt mal bitte, ob das alles in Ordnung ist. Und dann hat Opa gesagt, nein, darfst du nicht einziehen, weil du kannst im Keller einziehen, das wäre kein Problem. Aber ganz ehrlich, das ist kleiner als hier. Und das ist am Ende der Welt. Also es ist an einem Ort hier nicht haben, sondern ein Ort weiter. Oder ein paar Örter weiter. Das ist ein sehr kleines Dörfchen. Und man kommt da sehr schlecht weg. Natürlich, ich wäre oben sehr, sehr gerne angezogen, aber unten auf keinen Fall. Opa hat gesagt, er möchte das nicht, weil ich zu wenig Geld verdiene. Und er wollte jetzt keine Miete haben, aber er hatte Angst, dass ich das die Stromkosten nicht bezahlen könnte. Ich muss hier für diese Wohnung 35 Euro bezahlen. Das sind 34 Quadratmeter oder 36 Quadratmeter. Dann hätte ich auch nicht so viel mehr, irgendwie 100 Euro vielleicht für 100 Quadratmeter. Ich weiß es halt nicht, 100%ig. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber ja, das hat halt da nicht geklappt. Und sonst auch immer diese Aussagen, wenn ich mit Oma alleine bin, du bist meine Lieblingsenkelin. Allein dieses Wort schon, das bringt mich immer zur Weißglut. Ich weiß nicht, Lieblingsenkelin, sie hat 4 Enkel. Ich bin die einzige Enkeltochter, aber trotzdem. Enkelkind heißt die einzige. Und alleine das Wort schon, das bringt mich, wie gesagt, immer zur Weißglut, weil ich bin, es sind nur andere, ne? Und ich weiß, dass es nicht stimmt, ne? Also, Entschuldigung. Also, so doof bin ich nicht. Ja, ich merke schon, ich kann jemanden sehr gut einschätzen, wie er so denkt. Das ist eine sehr große Stärke von mir. Also mit mir kann man nicht alles machen. Ich bin nicht so blöd,
Ich weiß genau, was er von mir haben möchte oder was er will. Ich bin halt manchmal so dumm und sage einfach, ja, okay, ich mach einfach so. Und naja, gut, anderes Thema. Was ich aber dann auch gemerkt habe, und zwar, es war Weihnachten, ich weiß nicht wann, es war vor 3, 4 Jahren oder so, da habe ich mal gehört, sie zu meinem Bruder gesagt hat, du bist mein Lieblingsenkel, ich habe dich ja so lieb, du bist ja so toll. Und letztes Jahr, Ostern, war es dann so, dass es mir mein Cousin gesagt hat. Ist mir schon klar, dass sie das zu jedem sagen wird, aber jeder ist gleich. Wenn man ein Enkelkind hat, dann ist es, oder 4 Enkelkinder hat, das ist doch alles das Gleiche, finde ich persönlich. Und auch diese Art von meiner Oma. Ich liebe sie ja, das ist meine Oma, ne? Aber dieses, ja, so, ich bete jede Nacht für dich, dass du einen neuen Job bekommst. Wahrheit. Wahrheit. Dann lieber gar nichts sagen. Weil sie wird nicht jede Nacht für mich beten, damit ich einen neuen Job bekomme. Natürlich wünsche ich mir einen neuen Job, aber das ist nicht alles im Leben. Natürlich ist es nicht schön, Hartz IV zu bekommen, aber ich bin froh, dass ich es bekomme. Dass ich nicht auf der Straße leben muss. Von daher, natürlich mache ich mir selber Druck. Und das ist auch gut so, finde ich persönlich. Weil ich möchte ja auch irgendwann mal wieder arbeiten. Aber, naja gut, das ist auch ein ganz anderes Thema. nur, das ist halt so, ja, das ist Lügen. Ja, und das hasse ich ja. Lügen kann ich nicht so gut ab. Aber, und dann auch immer, meine Oma ist auch so eine, die gibt gerne Geld. Ist ja auch toll. Also ich freue mich auch über die, wie heißt das hier, 50 Euro im Monat. Wünsche ich mir. Es ist wunderschön, das ist toll. Also es hilft mir auch, über die Runden zu kommen mit 50 Euro. Aber es ist nicht das Einzige. 50 Euro oder hin oder her, Liebe kann man sich nicht erkaufen, finde ich persönlich. Aber gut, ich freue mich jetzt irgendwie nach Spanien, naja. Ich weiß dann auch nicht, wie, oh Gottes Willen, wie ich jetzt Videos drehen werde. Ob ich dann da irgendwie vorher oder in Spanien irgendwie so eine so Internet kaufe als so ein Stick oder irgendwas anderes, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht kann es auch so sein, dass ich erstmal 3 Wochen nicht kein Video hochlade. Also ich werde schon vorher sagen, wenn ich jetzt abfliege. Ja, aber vielleicht klappt es ja, dass ich dann irgendwie Internet finde oder irgendwie so ein freies WLAN oder so. Mal gucken. Ich gucke das, wie das aussieht da in Spanien. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein gutes Wochenende. Morgen ist ja schon Freitag. Ich werde dieses Mal auch am Wochenende Videos hochladen. Dann vielleicht nicht morgens um 7, sondern so um 11. Das wäre ganz toll, wenn ihr mal in den Kommentaren schreiben würdet, wie ihr, ja, was am besten ist die Zeit. Weil ich mache es jetzt immer morgens um 7. Oder soll ich es lieber machen abends oder mittags? Wäre toll, wenn ihr in die Kommentare mal schreiben würdet. Ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Und ja, man sieht sich. Und wie immer, das gleiche Thema, immer positiv denken. Bis dann, tschüssi!